Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Heute möchte ich euch dieses Gerät hier vorstellen. Das ist nämlich ein FPGA Game Boy, der nur 79 Euro kostet, ist zum Selbstzusammenbauen und ich finde, ich ist eine starke Konkurrenz zu dem Analog Pocket, der ja ein Vielfaches dessen kostet. Was das Gerät hier so alles kann und ob es für den Preis was taugt, das zeige ich euch in diesem Video. Erst einmal möchte ich kurz einen Begriff erklären, FPGA. Über diesen werden wir in diesem Video öfter stolpern und in diesem Kontext möchte ich etwas mal kurz erklären. Wenn ihr ein Spiel ohne die originale Hardware spielen möchtet, muss das natürlich irgendwie emuliert werden. In der Regel macht man das mit herkömmlichen Software-Emulatoren. Die gaukeln dann zum Beispiel eurem PC vor, dass sie ein Gameboy wären. Die Dinger laufen jetzt in der Regel gut, aber haben jetzt auch natürlich Nachteile. Es wird nicht jedes Spiel perfekt emuliert. Und das liegt vor allen Dingen daran, wenn spezielle Hardware-Kniffe für die Grafik zum Beispiel zurückgegriffen wird. Da der Emulator ja nicht die richtige Hardware ist, kann es dazu Anzeigenfehlern, Lags oder ähnlichem kommen. Um das zu lösen, gibt es die FPGA-Emulation. Hier wird dann eine Stufe tiefer angegangen und die Hardware emuliert und quasi nicht nur die Software. In unserem Beispiel wird dem Gerät also gesagt, du bist jetzt eine exakte Abbildung der Hardware und nicht nur die Umgebung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Dadurch ist die Emulation dann perfekt und auch Hardware-Tricks können ohne Probleme dargestellt werden. Aber bevor ich kurz zu dem System komme, möchte ich euch kurz den großen Vergleich vorstellen. Den Analog Pocket. Das ist quasi der Ferrari unter den FPGA-Konsolen. Das gute Stück kostet auch ordentlich was, knapp 220 Dollar plus Zollgebühren, da ihr immer die mit einberechnen müsst. In der Basisversion kann dieser dafür aber auch alle Spiele bis zum Game Boy Advance als Modul schlucken. Was meine ich jetzt mit Basisversion? Ihr könnt für das Gerät noch einige Zusatzoptionen kaufen, darunter der Dock für knapp 100 Dollar zum Beispiel. Hier könnt ihr den Pocket dann bequem aufladen und der hat dann auch einen HDMI-Ausgang, womit ihr das Ganze dann auch prima auf eurem Fernseher oder Monitor bespielen könnt. Für mich als YouTuber hat das Ding natürlich den großen Vorteil, dass ihr damit auch prima Videoaufnahmen abgreifen kann. Neben dem Dock gibt es dann auch optional Adapter zu kaufen. Zum einen gibt es den Game Gear Adapter für knapp 30 Dollar, womit ihr dann Game Gear Module spielen könnt. Es gibt dann auch ein weiteres Adapter-Set, welches ihr aber leider nicht einzeln kaufen könnt. Fragt mich jetzt nicht, warum. Finde ich jetzt keine gute Entscheidung. Das sind dann knapp drei Adapter für ja, knapp 100 Dollar drin. Ihr könnt ja dann mit den Atari Lynx, eine mit dem Neo Geo Pocket und mit dem dritten TurboGrafx-16 PC Engine Spiele spielen. Die Adapter habe ich alle, wobei ich eigentlich nur den Atari Lynx Adapter haben wollte. Und hier muss ich noch einmal betonen, Versand aus den USA und die Preise müsst ihr immer noch den Zoll mit oben drauf berechnen. Kostet also eine dicke Stange Geld. Aber dafür funktioniert auch alles tadellos. Das Display ist super und ich habe bisher keine Probleme, irgendwelche Spiele dort nicht zum Laufen zu bekommen. Ihr könnt den Pocket sogar als reine FPGA-Emulationsmaschine benutzen. Das Betriebssystem ist nämlich offen und es gibt dann mittlerweile viele Cores, mit denen ihr entsprechende Systeme emulieren könnt. Hier gibt es dann die üblichen Verdächtigen wie das NES, das Super Nintendo und sogar so ganz exotischere wie den Amiga. Also alles grob bis zur 3D-Ära. Neben dem Preis muss ich euch jedoch warnen. Klar, das Gerät ist absolute Spitzenklasse. Aber die Firma dahinter ist es ehrlich gesagt nicht. Die Geräte sind nur selten verfügbar und die Lieferzeiten sind exorbitant. Bezahlen müsst ihr natürlich immer per Vorkasse sofort. Damals habe ich auf meinem Pocket fast ein Jahr gewartet. Deswegen behaltet das immer im Hinterkopf. Und hier deswegen diese kleine Warnung. Super Produkt, aber fragwürdige Bedingungen bzw. Firma. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema des Videos, das FPGGBC-Kit von Funnyplaying. Wo ihr das bekommt, habe ich euch natürlich unten verlinkt. Das ist ein Bausatz, der euch etwas Ähnliches verspricht, nur mit etwas weniger Umfang. Ein FPGA Game Boy Color mit Display, Akku und allem drum und dran für einen Bruchteil des Preises. Knapp 70 Dollar inklusive Versand und Zoll. Wie gesagt, inklusive. Mit dem Ding könnt ihr eure Game Boy und Game Boy Color Spiele dann perfekt spielen, als ob es auf der originalen Hardware wäre. Und das alles inklusive auch einen guten Bildschirm. Ihr müsst euch zusätzlich zu dem Kit nur noch ein Gehäuse für knapp 10 Dollar, Tasten für knapp 1 Dollar und Membrane für ebenfalls 1 Dollar mitbestellen und schon kann es losgehen. Sowohl die Gehäuse als auch die Buttons kommen dabei in vielen verschiedenen Farben, also könnt ihr das optisch so zusammenstellen, wie ihr das gerne haben möchtet.
Ich habe mich für ein helles, durchsichtiges Gehäuse mit orangen Knöpfen entschieden. Ich mag einfach diese durchsichtigen Gehäuse, das ist für mich so irgendwie Peak 90er Jahre. Der Zusammenbau geht auch ohne Löten ganz gut. Ich bin jetzt weiß Gott kein Bastelprofi, aber selbst ich habe es relativ einfach hinbekommen. Hier und da ist es natürlich etwas fummelig mit diesen Kabeln und ich hasse Breitbandkabel, aber ich habe es einigermaßen hinbekommen. Eine genaue Anleitung, wie es geht, habe ich euch unten verlinkt. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, euch das zu zeigen, da es andere wesentlich besser können. Wie gesagt, unten in der Beschreibung habe ich euch mal ein Video, das das etwas besser zeigt, verlinkt. Das hier ist also die Konsole zusammengebaut. Grob sieht er natürlich aus wie ein klassischer Game Boy Color. Alle Knöpfe sind an den entsprechenden Plätzen, wobei er nicht den Infrarotsensor oben hat. Das ist schade, aber braucht man im Regelfall natürlich jetzt auch nicht wirklich. Wie schon angesprochen, ist auch ein Akku dabei und deswegen ist unten neben dem Kopfhöreranschluss auch ein USB-C-Anschluss zum Laden. Wie lange die Batterie hält, kann ich leider nicht genau sagen, da ich im Internet leider keine konkreten Angaben gefunden habe. Ich habe jedoch für den Test ungefähr 3-4 Stunden gespielt und das macht er locker mit. Natürlich hat der Gameboy natürlich auch ein Menü. Ihr könnt hier die grundlegenden Sachen einstellen, wie die Helligkeit des Bildschirms, die Lautstärke, wie das Display die Spiele anzeigen soll, ob es als voll ausgeführt werden soll oder mehr an den Original angelehnt sein soll. Auch einen entsprechenden Core könnt ihr aussuchen. Was heißt jetzt das? Hier könnt ihr im Prinzip dem Gerät einfach sagen, ob er ein Gameboy oder ein Gameboy Color sein soll. Ein klassisches Gameboy-Spiel wird ja auf einen Gameboy Color etwas anders behandelt und auch eingefärbt. Und natürlich könnt ihr hier auch die verschiedenen Farbmodi einstellen. Dann gibt es noch eine bestimmte Option, um verschiedene Glitches bei manchen Color-Spielen zu entschärfen. Und zum Schluss sogar noch die Geschwindigkeit. Hier habt ihr also wirklich viele, viele Einstellungen. Also, so viel zu den Einstellungen. Aber wie spielt es sich denn jetzt? Zuerst, die Buttons machen einen hervorragenden Eindruck und der Bildschirm ist auch knackig scharf. Mit meinem nicht gerade Profi-Auge sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen großen Unterschied zu einem Analog Pocket. Also hier war ich wirklich sehr positiv überrascht. Ich habe verschiedene Spiele ausprobiert, wobei ich noch ein paar Sachen rumprobiert habe, mit denen oft Emulatoren Probleme haben. Eines dieser Spiele ist zum Beispiel Prehistoric Man. Hier werden im Menü so einige Hardware-Tricks angewendet, um diese Effekte, die ihr hier gerade seht, anzuzeigen. Das läuft hier wirklich wunderbar und ich hatte nie Probleme. Egal, ob es sich dabei um klassische Gameboy-Spiele, die schwarzen Module oder ganz normale klassische Gameboy-Color-Module handelte. Wobei ich jedoch gehört habe, dass manche Everdrives durchaus Probleme bereiten können. So, jetzt kommen wir also zu der Frage, lohnt sich dieses Gerät? Ich persönlich bin ein großer Fan davon. Also bei dem Preispunkt für 79 Euro inklusive Versand und inklusive Zoll, das müsst ihr immer noch dabei berechnen, ist das wirklich ein wunderbares Gerät. Also ich habe das hier schon ein paar Stunden getestet. Die Buttons fühlen sich einfach gut an. Alle Spiele laufen sehr gut drauf. Klar, vom Funktionsumfang kann das natürlich etwas weniger als Analog Pocket. Der Analog Pocket kann natürlich auch theoretisch auch ROMs abspielen. Der kann auch andere Systeme emulieren. Das ist ja wirklich so ein bisschen auf die Basics ja, reduziert. Da kann man halt nur die Module reinstecken. Für mich als Sammler ist das jetzt kein Problem, weil ich jetzt mehr als genug Module da habe. Leute, die den Everdrive benutzen, müssen wie gesagt hier etwas aufpassen. Da gibt es hier und da leider zu Problemen. Ich persönlich konnte es leider nicht selber testen, weil ich keinen Everdrive habe. Aber das könnte ein Problem sein. Aber für mich ist es eine ganz gute Alternative geworden. Fragt euch jetzt vielleicht, warum. Wenn ich jetzt auch mal hier und da mal einfach mal kurz eine Runde zocken will, ist das hier von dem Format her einfach spitze. Und wenn ich in Urlaub fahre, werde ich das Gerät hier auch zukünftig mitnehmen. Weil, wenn ihr verreist und man möchte den Analog Pocket mitnehmen, der natürlich irgendwie ziemlich teuer ist, da habe ich persönlich immer so ein bisschen Angst, dass ich das Ding verliere oder irgendwie zerkratzt wird oder ähnliches. Das Problem ist jetzt hier bei so einem Gerät jetzt nicht unbedingt der Fall. Von daher, wenn ihr einfach nur mal simpel und gut spielen wollt und ja, kein Original-Hardware zur Hand habt oder beziehungsweise die ist ja auch mittlerweile viel, viel zu teuer geworden, teilweise mit dem entsprechenden Umbau und so weiter, ist das, finde ich, eine sehr, sehr gute Alternative. Was hattet ihr von dem Gerät? Haut es mal in die Kommentare rein, würde mich interessieren.